Na, Eduard, ist das Mädchen nicht wunderbar? Doch, doch. Hast du gesehen, was für lustige Augen sie hat? Ja. Für wie alt hältst du sie eigentlich? Im August wird sie 21. Mach keine Witze, Eduard. Aber es kann ungefähr stimmen. Findest du nicht auch, dass ich sie heiraten muss? Na, wenn's nicht anders geht. Wahrscheinlich hat sie keinen Pfennig Geld. Das macht nichts. Ich hab ja auch keins. Morgen frage ich sie, ob sie meine Frau werden will. Sobald ich eine Stelle gefunden habe, heiraten wir. Vielleicht klappt's mit dem Tobler-Konzern. Weißt du was, Eduard? Wenn wir in Berlin sind, besuchen wir den alten Tobler persönlich. Wir gehen hin, klingeln, setzen uns in sein Haus und gehen nicht fort, bis er uns eine Stelle gibt. Eine großartige Idee. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Wir beide werden es dem alten Kerl schon zeigen. Am liebsten möchte ich Sie schon heute fragen. Wen? Hildegard. Was? Ob sie meine Frau werden will. Und wenn sie nicht will? Ach, mach mir keine Angst, Eduard. Und wenn die Eltern nicht wollen, was dann? Vielleicht hat sie keine mehr. Das wäre das Beste. Sei nicht so herzlos. Na, und wenn sie schon einen Bräutigam hat? Ach, ich könnte dich umbringen, Eduard. Sind Sie fertig, Frau Kunkel? Wir wollen einen Ausflug machen. Die Sonne strahlt. Bei diesem herrlichen Wetter muss man doch ins Freie. Ich komme schon. Ich muss nur noch den Hut aufsetzen. Beeilen Sie sich. Wir können Vater nicht so lange warten lassen. Kommt der Doktor auch mit? Er ist ja nett. Aber so ein arbeitsloser Mann ist doch keine Partie für Sie. Was für Partien Sie machen könnten. Guten Morgen, Fräulein Hildegard. Guten Morgen, Tante Julchen. Guten Morgen, meine Herren. Wohin gehen wir denn? Wir fahren auf den Wolkenstein und sehen uns die Aussicht an. Dort hinauf soll ich? Aber nicht mit der Drahtseilbahn. Doch, doch. Wie denn sonst? Und wenn das Seil reißt? Dann ist noch ein Reserveseil da. Und wenn das Reserveseil reißt? Einsteigen, bitte. Liebe Tante, willst du denn, dass wir diese gefährliche Fahrt ohne dich unternehmen? Nein, nein. Oh, du lieber Himmel, der Wagen fährt schon hinauf. Sehen Sie, die Felsen dort unten, mir wird ganz schwindelig. Sie sind ein Angsthase. Ich kann Angst haben, so viel ich will. Station Wolkenstein, alles aussteigen. Gott sei Dank, dass wir noch am Leben sind. Aber mit der Drahtseilbahn fahre ich nicht zurück. Zu Fuß ist's noch gefährlicher. Fräulein Hildegard, wollen wir nicht einen Spaziergang machen? Mach, dass ihr fortkommt. Aber Fritz, vergiss nicht, dass ich wie eine Mutter auf dich aufpassen soll. Schau, da drüben winkt dir die Baronin. Wir gehen einen anderen Weg. Wer ist denn diese Baronin? Ach, sie leidet an Hemmungen und will, dass ich ihr helfe, sie loszuwerden. Tatsächlich. Sehen Sie mal, da kommt schon wieder ein Wagen an. Er ist voll mit Skifahrern. Hallo, Doktor. Ich habe Sie ja seit gestern nicht gesehen. Was machen Ihre kleinen Katzen? Grüßen Sie sie schön von mir. Was wollte denn diese Person? Braucht sie auch Hilfe? Was war das mit den Katzen? Sie klopfte vor ein paar Tagen an meiner Tür, weil sie mit meinen Kätzchen spielen wollte. Sie heißt Hortense. So etwas? Ich glaube, Herr Doktor, auf Sie müsste jemand aufpassen. Sie machen sonst zu viel Dummheiten. Eduard passt ja auf mich auf. Das ist keine Aufgabe für einen Mann. Da haben Sie eigentlich recht. Aber wer soll es sonst tun? Ich könnte es ja mal mit einem Inserat versuchen. Hübsches Kinderfräulein gesucht, freie Kost und Logis. Liebevolle Behandlung. Ach, Sie sind unmöglich. Lachen Sie nicht. Fräulein Hildegard,
Laufen Sie doch nicht fort. Wollen Sie gleich stehen bleiben? Was machen Sie denn? Sie sinken ja in den Schnee. Geben Sie mir die Hand. Ich ziehe Sie heraus. Unterstehen Sie sich. Ich bin keine von Ihren Damen, die Hilfe brauchen. Komm, Hilde, halt dich an mir fest, du dummes Kind. Du Schuft, du Lump, du Mädchenhändler. Liebling. Wissen Sie schon das Neueste, Johann? Es gibt bald eine Verlobung. Wollen Sie wieder heiraten, Herr Generaldirektor? Nein, Sie alter Esel. Dr. Hagedorn wird sich verloben. Mit wem denn, wenn man fragen darf? Mit Fräulein Hildegard Schulze. Das ist aber schön. Dann werden Sie bald Großvater. Na, Frau Kunkel, wo sind Sie denn so lange geblieben? Ha, Frau Kunkel, Sie haben sich geschminkt. Nur ein bisschen. Wir können doch nicht alle wie die Vagabunden herumlaufen. Herr Generaldirektor, ich habe ein paar Anzüge für Sie mitgebracht. Bitte ziehen Sie sich um. Wenn Sie wüssten, was für schreckliche Bemerkungen die Leute machen. Der dicke Herr dort hat Sie eine Vogelscheuche genannt und die blonde Dame... Halten Sie den Mund. Es ist mir gleich, was die Leute denken. Die blonde Dame sagt, man solle Ihnen etwas Geld geben und Sie nach Hause schicken. Eine herzlose Person. Aber so sind die Menschen. Da kommt mein Freund, der Portier. Herr Schulze, ich will Sie einen Augenblick sprechen. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe einen kleinen Auftrag für Sie. So? Darf ich Kartoffeln schälen oder soll ich die Treppe putzen? Nein. Sie sollen ein paar Stunden auf den Parkplatz aufpassen. Sepp hat keine Zeit. Heute mag ich nicht. Sie streiken also. Gut. Wir sprechen uns noch, Herr Schulze. Frechheit! Warum haben Sie den Kerl nicht geohrfeigt? Es ist immer das Gleiche, Herr Generaldirektor. Sie sind zu gutmütig. Die Leute drehen sich nach uns um. Die Dame aus Bremen wirft Ihnen einen besonders bösen Blick zu. Ruhe, die Kinder kommen. Na, wie war's? Wir haben einen herrlichen Spaziergang gemacht. Komm, Fritz, setz dich neben mich. Was ist denn passiert? Ihr duzt euch ja? Hilde und ich haben beschlossen, während der nächsten 50 Jahre zueinander du zu sagen. Meine herzlichsten Glückwünsche. Haben Sie irgendwelche Angehörige, liebes Fräulein? Ich besitze einen Vater. Ist er nett? Er hat seine Fehler. Hilde, was machen wir, wenn er mich nicht leiden kann? Vielleicht will er, dass du einen Bankdirektor heiratest. Ihr werdet es dem alten Kerl schon ausreden. Und was wird er sagen, wenn er hört, dass ich keine Stelle habe? Du wirst schon eine finden. Wie viel Geld muss ich verdienen, damit wir heiraten können? Bist du sehr verwöhnt? Ach, wenn du nicht genug verdienst, verkaufe ich meine Perlenkette. Untersteh dich! Wir leben nicht von dem, was du verkaufst, sondern von dem, was ich verdiene. Ihr Männer seid doch alle Egoisten. Ich hab's immer gewusst. 4 Monate könnten wir von dieser Perlenkette leben, aber du willst nicht. Du verstehst nichts von Geld. Und von Männern verstehst du noch weniger. Und wenn das Geld alle ist, was dann? Liebling, dann pumpen wir meinen Vater an. Dafür sind Väter da. Ich nehme kein Geld von Vätern. Du lässt lieber deine Frau verhungern. Bitte, gnädige Frau. Herr Portier, ich muss mit Ihnen sprechen. Hat sich noch keiner der Gäste über diesen Schulze beschwert? Oh, doch, gnädige Frau. Ich bin schon oft gefragt worden, warum so ein schlecht angezogener Mensch ausgerechnet in unserem Hotel wohnt. Außerdem benimmt er sich sehr frech. Ich selbst hatte heute Nachmittag eine unangenehme Szene mit ihm, die ich lieber nicht beschreiben möchte. Einfach skandalös. Sie sollten sich so eine Frechheit nicht bieten lassen. Was kann ich dagegen tun? Gast bleibt Gast. Hören Sie zu. Ich will, dass Herr Schulze sofort verschwindet.
Sie sind doch ein gescheiter Mensch. Erzählen Sie dem Hoteldirektor, ich hätte gesagt, dass es nicht in seinem Interesse sei, so jemand hier wohnen zu lassen. Übertreiben Sie die Beschwerden der Gäste über Schulze. Und sagen Sie Herrn Kühne, er müsse sofort etwas unternehmen. Sonst käme ich nie wieder her. Was sollen wir machen? Wir haben schon alles versucht. Da, nehmen Sie. Ich habe gerade 500 Mark übrig. Bieten Sie dem Mann einen Geldbetrag an, wenn er abreist. Sagen wir 300 Mark. Das ist für ihn ein Vermögen. Ich verstehe, gnädige Frau. Umso besser. Was von den 500 Mark übrig bleibt, gehört natürlich Ihnen. Bis morgen Abend muss er verschwunden sein. Gnädige Frau, Sie können sich auf mich verlassen. Hallo? Frau Hagedorn. Mutter, bist du's? Erschrick nicht. Fritz, was ist los? Hast du dir ein Bein gebrochen? Nein, hör zu. Gott sei Dank. Du bist doch nicht krank. Nein, Mutter. Du sollst zuhören. Benimm dich. So spricht ein Mann nicht mit seiner Mutter. Nicht einmal am Telefon. Ich muss dir etwas Wunderbares sagen. Ich habe mich verlobt. Was hast du dich? Verlobt? Ja, verlobt mit dem süßesten Mädel der Welt. Wer ist es denn? Kenne ich sie? Nein. Sie heißt Hildegard Schulze. Ich habe sie erst vorgestern kennengelernt. Warum hast du dich denn gleich verlobt? Dazu muss man sich doch gut kennen. Das ist nicht nötig, wenn man verliebt ist. Widersprich nicht, Fritz. Das weiß ich besser. Ich war schon verlobt, als du noch gar nicht auf der Welt warst. Das will ich hoffen. Warum willst du das hoffen? Ach so. Na, ich will mir das Mädchen mal genauer ansehen. Lad sie zum Abendessen bei uns ein. Noch was, Mutter. Aber halt dich fest. Ich habe eben einen Brief vom Tobler-Konzern bekommen. Sie bieten mir eine Stelle an. Was sagst du dazu? 2000 Mark im Monat. Mach keine Witze. 2000 Mark? Das ist ja großartig. Außerdem haben sie mir einen Scheck über 500 Mark als Vorschuss geschickt. Ich kaufe gleich meiner Braut ein Geschenk und schicke dir 200 Mark. Ich brauch doch nichts, Fritz. Ich freue mich ja so. Aber müssen wir nicht aufhören? Das Gespräch wird sonst zu teuer. Bleib gesund, grüß das Mädchen von mir und auch deinen Freund. Eduard scheint dort auch eine Stelle zu bekommen. Im Brief steht, dass wir zusammenarbeiten werden. Du! Heißt dein Freund nicht auch Schulze? Ist sie seine Tochter? Nein, sie sind gar nicht miteinander verwandt. So, so. Der Schnee schmilzt, schade. Kasimir sieht traurig aus. Wo bleibt denn mein zukünftiger Schwiegersohn? Er ist schon in aller Frühe ins Dorf gegangen. Er ist so glücklich, dass er die Stelle hat. Er hätte Johann beinahe umarmt. Herr Schulze, wir möchten Sie einen Moment sprechen. Wir erwarten Sie im Schreibzimmer. Da können Sie lange warten. Ich wollte Ihnen die Gegenwart von Hotelgästen ersparen. Kurz und gut, als Direktor dieses Hotels muss ich Sie bitten, uns zu verlassen. Unsere Gäste haben sich beschwert. Und ein Gast, der nicht genannt werden will, würde Ihnen einen nicht unbedeutenden Geldbetrag geben, wenn Sie sofort gingen. Ich nehme an, dass Sie das Geld brauchen können. Wie viel war es, Polter? Was? Ich dachte 300. Nein, 200 Mark. Gut, Sie kriegen 200 Mark, Herr Schulze. Warum werde ich eigentlich hinausgeworfen? Von hinauswerfen kann keine Rede sein. Ich bitte Sie nur im Interesse unserer Gäste abzureisen. Wenn Sie wollten, könnten wir Sie vielleicht in einem einfacheren Hotel unterbringen? Ich bin also ein Schandfleck hier. Was? Armut ist eine Schande. Sie verstehen das Ganze falsch. Sie sind hier nicht am richtigen Platz. Herr Kesselhut, würden Sie mir bitte ein Auto bestellen? In 20 Minuten reisen wir ab. Herr Direktor,
Die Rechnung für meine Tante und mich, aber schnell. Warum wollen Sie uns schon verlassen, gnädiges Fräulein? Sie haben doch bis Samstag reserviert. Bevor ich's vergesse, Herr Direktor, wir haben vor 6 Tagen miteinander telefoniert. Nicht, dass ich wüsste, gnädiges Fräulein. Ich habe Sie damals auf einen verkleideten Millionär vorbereitet. Sie waren das. Und jetzt lassen Sie den Herrn Doktor allein? Kühne, wo sind die 200 Mark? Sofort. Polter, geben Sie Herrn Schulze das Geld. Danke. Herr Ober, kommen Sie mal her. Da sind 100 Mark für Sie. Den anderen 100-Mark-Schein geben Sie Sepp. Grüßen Sie ihn von mir. Vater, was passiert mit Fritz? Das erledigen wir in Berlin. Glaub mir, Kind, es ist die beste Lösung. Und wenn wir daheim sind, kaufe ich das Hotel. Dann fliegen der Herr Rektor und sein lieber Portier hinaus. So, jetzt packen wir schnell und dann gehen wir. Es war doch schön, Johann, hm? Na, den Kerl sind wir mal los, Polter. Aber eins verstehe ich nicht. Schulze, der sich nicht einmal einen anständigen Anzug leisten kann, wirft 200 Mark zum Fenster hinaus und fährt im Auto nach München. 3 Gäste, die er erst seit ein paar Tagen kennt, reisen mit ihm ab. Merkwürdig. Ich glaube, da haben wir uns etwas eingebrockt. Und das alles wegen dieser mannstollen Kasparius. Zwei Briefe für Sie, Herr Doktor. Dankeschön. Was ist denn das? Mein lieber Junge, ich muss sofort nach Berlin zurück. Es tut mir leid. Auf baldiges Wiedersehen, herzlichst, dein Freund Eduard. Ist Herr Schulze abgereist? Jawohl, Herr Doktor. Und von wem ist der andere Brief? Mein Liebling, deine Braut musste plötzlich fort. Komm bald nach Berlin, wo deine zukünftige Gattin auf dich wartet. Wenn wir uns wiedersehen, darfst du mich ohrfeigen, deine Hilde. Hilde ist auch abgereist? Herr Portier, wo ist die Dame, die Ihre Nichte begleitete? Sie ist auch abgereist. Geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Die Damen haben leider keine Adresse hinterlassen. Herr Kesselhut wird Bescheid wissen. Wo ist er? Auch abgereist. Da stimmt doch etwas nicht. Warum sind Sie alle plötzlich verschwunden, hm? Warum die Damen und Herr Kesselhut weg sind, weiß ich nicht. Über Herrn Schulze haben sich einige Gäste beschwert und der Herr Direktor bat ihn, das Hotel zu verlassen. Dass 4 Personen abreisen würden, haben wir nicht erwartet. 4? Gleich sind es 5. Geben Sie mir den Fahrplan. Danke. Bruckbeuren, München, Personenzug, Abfahrt 13.15 Uhr. In einer Stunde fahre ich ab. Aber Herr Doktor... Übrigens schulde ich Ihnen noch eine Erklärung. Sie halten mich für einen Millionär, nicht wahr? Da haben Sie sich aber sehr geirrt. Herr Direktor, sind Sie am Apparat? Etwas Entsetzliches ist während Ihrer Abwesenheit passiert. Dr. Hagedorn ist abgereist. Wie bitte? Ich hätte es verhindern müssen? Ich weiß, aber ich konnte nichts dagegen machen. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Er ist überhaupt kein Millionär. Dann ist alles gut, meinen Sie, weil er uns nicht schaden kann? Nein, nein, das junge Mädchen hat recht gehabt. Es war ein verkleideter Millionär da und wir Esel haben ihn hinausgeekelt. Er hieß Schulze. Unerwarteter Besuch, Frau Hagedorn. Fritz, wieso bist du hier? Du sollst doch in Bruckbeuren sein. Soll ich gleich wieder zurückfahren oder bekomme ich erst eine Tasse Kaffee? Du frecher Kerl, komm herein. Ich freue mich doch, dass du da bist. Aber ich verstehe nicht, warum du eine Woche zu früh zurückgekommen bist. Wo ist deine Braut? Verschwunden. Und deine anderen Freunde? Auch. Mein armer Junge, da bist du wieder mal hereingefallen. Wollen wir wetten, dass sie dich zum Narren gehalten haben? Nein, Mutter. Wenn ich nur ihre Adresse hätte. Was willst du jetzt machen? Ich werde alle Schulzes besuchen, die im Adressbuch stehen. Ich habe schon unter Eduard Schulze nachgesehen. Aber
Einen Reklamefachmann mit diesem Namen gibt es nicht. Welchen Vornamen Hildes Vater hat, weiß ich überhaupt nicht. Sie wünschen? Entschuldigen Sie, haben Sie einen Mann namens Eduard? Ja. Wollen Sie ihn sprechen? Er ist um 6 daheim. War Ihr Gatte bis gestern in Bruckbeuren? So, in Bruckbeuren war der Lump. Wohl mit seiner Freundin. Und mir hat er erzählt, er wäre geschäftlich nach Bremen gereist. Verzeihen Sie die Störung. Ich habe mich geirrt. Bleiben Sie ja hier und warten Sie, bis mein Eduard nach Hause kommt. Ich werde ihm gründlich die Meinung sagen. Frau Schulze, ich muss leider sofort gehen. Nur noch eine Frage. Haben Sie eine Tochter namens Hildegard? Sagen Sie, sind Sie vollkommen verrückt? Erst wollen Sie meinen Mann sprechen. Dann sagen Sie, Sie würden ihn nicht kennen. Und zum Schluss mischen Sie sich in meine Familienangelegenheiten und wollen wissen, ob wir Kinder haben. Machen Sie, dass Sie fortkommen! Fritz, bist du schon zurück? Was meinst du, wer hier war? Hilde? Eduard! Ach wo. Aber Kopf hoch, mein Junge. Wir sind eingeladen. So, wo denn? Bei Generaldirektor Tobler. Ist das nicht nett? Es klingelte 3-mal. Und wer stand vor der Tür? Ein eleganter Chauffeur. Er fragte, wann du aus Bruckbeuren zurückkämst. Mein Sohn ist schon da, antwortete ich. Da sagte er, Generaldirektor Tobler bittet Sie und Ihren Sohn, morgen Abend seine Gäste zu sein. Der Herr Generaldirektor möchte seine neuen Mitarbeiter kennenlernen. Da müssen wir wohl hingehen. Freust du dich gar nicht? Es ist doch eine Ehre. Komm, zerbrich dir jetzt wegen deiner 2 Schulzes nicht den Kopf, mein Junge. Morgen ist auch noch ein Tag. Fritz, das sieht ja wie ein Schloss aus. Da drin ist sicher alles mit Gold verziert. Bitte treten Sie ein. Dort sitzt er. Am Schreibtisch. Mensch, das ist Eduard. Da bist du ja wieder. Gott sei Dank. Hat dich der alte Tobler auch eingeladen? Das finde ich großartig. Mutter, das ist mein Freund Schulze. Eduard, das ist meine Mutter. Guten Abend, Frau Hagedorn. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Mein Junge hat mir viel von Ihnen erzählt. Einen schönen Anzug hast du an. So elegant habe ich dich noch nie gesehen. Verzeihung, Fräulein Tobler würde sich freuen, die gnädige Frau kennenzulernen. Gnädige Frau? Meint sie mich? Ich bin doch Frau Hagedorn. Schön, ich komme. Fritz, warum bist du denn schon wieder in Berlin? Na, hör mal. Als mir Polter sagte, was passiert ist, konnte ich doch nicht mehr dort bleiben. Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Jetzt fehlt mir nur noch Hilde. Eduard, tu mir einen Gefallen und setz dich woanders hin. Du siehst ja hinter dem Schreibtisch sehr wichtig aus. Aber der alte Tobler kann jeden Moment hereinkommen. Eduard, steh doch auf. Fritz, hör mal bitte zu. Ich habe dich in Bruckbeuren ein bisschen angelogen. Was? Du hast mich angelogen? Wann denn? Bevor du noch ein Wort sagst, setz dich auf einen anderen Stuhl. Es macht mich nervös. Die Sache ist die, es hängt auch mit dem Stuhl zusammen. Mit dem Stuhl? Sag mal, bist du betrunken? Herr Generaldirektor, es ist serviert. Generaldirektor, hat sie gesagt? Bin ich betrunken? Nein, Fritz. Ich kann's nicht ändern. Ich bin der alte Tobler. Du bist der alte Tobler? Du bist der Millionär, für den man mich gehalten hat? Stimmt. Unter diesen Umständen möchte ich Sie bitten, Herr Generaldirektor... Fritz. Sei nicht dämlich. Sind wir plötzlich keine Freunde mehr, nur weil ich Geld habe? Das ist doch keine Schande. Weißt du, warum ich mich als armen Mann verkleidet habe? Ich wollte die Menschen kennenlernen.
und sehen, wie sie sich zu einem armen Mann benehmen. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Und dabei habe ich einen Freund gefunden. Dich, mein Junge. Komm, gib dem alten Tobler die Hand und dann gehen wir essen. Die Damen lassen wie gewöhnlich auf sich warten. Ich wusste gar nicht, dass du eine Tochter hast. Tja wohl, sie heiratet sogar schon bald. Ich gratuliere. Ich wünschte, bei mir wäre es auch schon so weit. Eduard, weißt du nicht, wo Hilde wohnt? Sie hat mir keine Adresse gegeben, aber du wirst sie schon noch kriegen. Ich meine Hilde und die Adresse. Wenn ich sie finde, kann sie was erleben. Ah, da kommt Johann mit dem Abendessen. Was gibt's denn? Nudeln mit Rindfleisch, Herr Generaldirektor. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend? Was? Herr Kesselhut? Jawohl, ich bin's, Herr Doktor. Johann ist mein alter Diener. Ihr habt mich ja schön auf den Arm genommen. Aber wir drei haben uns doch gut amüsiert. Wenn ich noch an Kasimir denke. Da sind wir. Entschuldigt, dass wir uns so lange unterhalten haben. Hilde! Hildchen! Endlich! Mein Liebling, bist du mir sehr böse? Fritz, mach deine Braut nicht kaputt. Es nimmt sie dir ja keiner weg. Tante Julchen ist auch da? Wie kommt ihr eigentlich hierher? Ach so, ja, Eduard hat euch eingeladen, um mich zu überraschen. Liebling, das stimmt nicht ganz. Erinnerst du dich noch, was ich dir antwortete, als du mich nach meinem Namen fragtest? Natürlich. Du sagtest, dein Name sei Schulze. Nein, ich sagte, ich heiße genau wie dein Freund Eduard. Na und? Eduard hieß doch Schulze. Und wie heißt er jetzt? Ach, du lieber Himmel. Tobler, du bist seine Tochter. Ja, ist das sehr schlimm? Ich, Esel, habe alles geglaubt. Aber jetzt habe ich einen Freund, der mein Schwiegervater wird. Und meine zukünftige Frau ist die Tochter meines Freundes. Und außerdem ist mein Freund mein Chef. Ich bin ganz durcheinander. Hildchen, wann heiraten wir? Verzeihung, Herr Generaldirektor, Herr Tiedemann ist am Telefon. Johann, sagen Sie ihm, er soll morgen früh anrufen. Nein, Kind, ich habe ihm den Auftrag gegeben, das Grand Hotel zu kaufen. Dann fliegen Kühne und Polter hinaus. Entschuldigt mich bitte. Guten Abend, Tiedemann. Na und, ist die Sache erledigt? Was? Der Besitzer will es nicht verkaufen? Zu keinem Preis? Nur mir will er es nicht verkaufen? Warum denn nicht? Na, Vater, du lachst ja Tränen. Warum kannst du das Hotel nicht kaufen? Weil es schon mir gehört und ich, Dummkopf, hatte es ganz vergessen.